Vorab, bevor wir gleich weitermachen, einmal der kurze Hinweis. Nebenan, also quasi eine Tür weiter auf der Praxisbühne, startet das Programm jetzt mit dem Thema digitales Impfmanagement. Also alle, die sich dafür interessieren, können quasi einmal eins weiterlaufen. Wir bleiben aber hier auf unserer Bühne direkt beim Thema, also bei den Patientinnen und Patienten, und freuen uns darauf zu erfahren, wie eine von Bitmark und Red Hat entwickelte Lösung die gesamte Vielfalt der digitalen Angebote der Krankenkassen miteinander vernetzen kann. Dafür freue ich mich, zwei Experten auf die Bühne rufen zu dürfen, die uns die Plattform Gesundheitscockpit näher bringen. Den Chief Digital Officer der Bitmark Unternehmensgruppe Marc Eichborn und den Country Manager der Red Hat Deutschland Gregor von Jago. Herzlich willkommen. Super. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Patientenerfahrung verbessern durch Co-Innovation. Das soll unser Thema sein für die nächsten 15 Minuten. Das passt sehr schön zu dem, was der Herr Dr. Reinhardt vorhin gesagt hatte, dass oftmals es noch eine Brücke zu schließen gibt oder einen Graben zu schließen gibt zwischen IT-Entwicklung und was wirklich die Branche dann auch braucht. Da gehen wir auf diesen Punkt gerne drauf ein, jetzt in den nächsten paar Minuten an einem sehr konkreten Beispiel. Vielleicht zu uns ganz kurz. Mein Name ist Gregor von Jago, ich verantworte bei Red Hat das Deutschlandgeschäft und freue mich hier mit Marc auf der Bühne zu sein. Ja, danke Gregor. Marc Eichborn, ich bin der Chief Digital Officer der Bitmark, verantworte dort das Thema Innovation und Digitalisierung und die strategische Ausrichtung. Und wir sollten mal direkt reinstarten. Warum kommt die EPA nicht in Schwung? Gucken wir mal. Genau, also wir haben es ja auch eingangs schon gehört heute. Es gibt in dem Kontext einige Herausforderungen, die es zu adressieren gilt. Ich glaube, dass der Nutzen auf der Hand liegt für alle Beteiligten, die es in diesem Bereich gibt. Aber wir haben auch wirklich noch einen Weg zu gehen. Also wir sind noch sehr am Anfang, was die Akzeptanz angeht. Ich glaube, unter 1% im GKV-Bereich. Und da sprechen viele Gründe auch dafür. In Prozent könnte ich es dir jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nur, wir reden ja über etwa 73 Millionen Versicherte in der GKV und wir liegen so bei 600.000 bis 700.000 Akten. Das ist vielleicht gerade das 1%. Vielleicht schrappen wir da gerade so dran. Woran liegt es? Was sind die Ursachen, die wir identifiziert haben? Wir haben einen gesetzlichen Rahmen, einen regulatorischen Rahmen, wobei ich eher über den gesetzlichen Rahmen, auch über die Spezifikation gehe. Und wenn Sie sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, was die Gematik dann an Spezifikationen rausgegeben hat, ich sehe den einen oder anderen, der sicherlich weiß, die erste EPA, die wir 22 ausgerollt haben, hat einen Spezifikationsrahmen von über 1500 Seiten gehabt. Für das, was Sie heute sehen in der EPA. Das wurde dann weiter spezifiziert in den weiteren Stufen. Also wir reden schon darüber, dass da eine wahnsinnige Flut an Informationen verarbeitet werden muss. So wie auch vorhin auf der Hauptbühne. Sicherheit ist ein wichtiges Thema, aber grundsätzlich muss man auch eine Usability, und auch das war auf der Hauptbühne, eben beim Impuls oder beim Auftakt bei der Keynote, ein wichtiger Punkt. Also das ist das Thema gesetzlicher Rahmen, der ist ausbaufähig. Wir reden über Opt-out, auch da haben wir ein klares Statement, und wir haben beide schon mal über das Thema gemeinsam gesprochen in dem Podcast. Da war das noch nicht in Gesetz gegossen. Jetzt sind wir ja sicher, dass der Gesetzesprozess auch durchkommt. Also wir werden auf das Opt-out-Verfahren wechseln. Ganz kurz nur zur Info, was ist Opt-out? Ich denke, fast alle werden sich damit beschäftigt haben. Aktuell ist es so, ich kann selbst entscheiden, ob ich so eine EPA aufbaue für mich, also eine elektronische Patientenakte. Zukünftig wird es sein, erstmal jeder hat sie und muss sie aktiv ablehnen. Deswegen Opt-out an der Stelle. Das bringt noch nichts im Sinne von mehr Nutzung. Es bringt aber erstmal einen größeren Umfang an Akten und die schnellere Möglichkeit, auch Systeme, die darauf angepasst werden müssen, so zu gestalten, dass sie auch tatsächlich in die Akte einzahlen. Die Einstiegshürden mit Login-Verfahren. Witzigerweise, all die Themen, die wir hier haben, hatten wir auch schon auf der Hauptbühne eben im Eingangsverfahren. Und wir haben eine geringe Bekanntheit, weil wenn ich dann mal drin bin, dann sage ich immer, im Moment ist es noch eine sicherer gestaltete Dropbox, PDF-Dokumente bringen den meisten Leuten noch nichts, solange ich keine strukturierten Daten da ablege. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, warum kommt sie nicht in Schwung? Und dann kam
kam es dazu, dass wir gemeinsam mal überlegt haben, was könnten wir denn gemeinsam tun, um da weiter voranzugehen. Vielleicht ein Satz noch mal zu dem Thema Opt-out, weil ich denke, da sind wir uns alle einig, das wird dem Ganzen jetzt noch mal Schwung geben, der auch wichtig ist und erforderlich ist. Auf der anderen Seite wird es nur ein Teil sein. Wir werden weiterhin auch die EPA natürlich anreichern müssen, weiter mit weiteren Daten, mit weiteren Diensten, um sie auch noch attraktiver zu machen, damit auch dieser wirkliche Mehrwert und Nutzen entsteht. Und so kam dann halt auch die Idee, etwas gemeinsam zu entwickeln. Und da würde ich wirklich gerne diesen Punkt von dem Dr. Reinhardt nochmal aufgreifen. Wir sind jetzt als IT-Unternehmen natürlich mit einem Portfolio unterwegs, was theoretisch ja branchenübergreifend einsetzbar ist. Natürlich stellen wir uns auch branchenspezifisch auf, weil das auch aus meiner Sicht wichtig ist, um Branchenverständnis zu entwickeln und zu haben, um auch, ich sag mal, auf Augenhöhe dann mit unseren Kunden auch sprechen zu können. Aber wir werden nie die Branchenexperten werden. Und deswegen ist dieses Thema Co-Innovation, da brenne ich auch wirklich für, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir in so einem Bereich der Co-Innovation wirklich die Experten aus beiden Häusern zusammenbringen. Und hier speziell jetzt die Experten von der Bitmark, die Experten von uns. Die Bitmark bringt natürlich ihr ganzes Branchen-Know-how, Wissen aus dem Gesundheitswesen mit ein. Wir bringen unser Technologie-Know-how rund um Open Source auch ein. Und das dann zu verbinden und daraus gemeinsam was zu bauen, was dann halt auch eine Relevanz hat für den Markt, das macht richtig Spaß. Und da verlassen wir auch so diesen klassischen Kundenlieferantenbezug. Das ist dann auch eine echte Partnerschaft, wo man halt sehr eng und intensiv auch miteinander zusammenarbeitet. Genau, und dann sind wir in Co-Innovation eingestiegen. Wir haben das immer OIL genannt. Mir ist irgendwann einmal bewusst geworden, wir sollten die Abkürzung auch erläutern, weil es heißt nämlich Open Innovation Lab. Wir haben dann eben so eine 6-wöchige Phase gemacht und haben hier in einer gemeinschaftlichen Entwicklung sehr eng die Teams zusammengeführt. Das war alles zu relativen Hochzeiten von Corona, also so ein physikalisches Treffen, bin ich gar nicht sicher. Ich war da nicht beteiligt, ich glaube, es hat gar keins gegeben. Nee, war komplett remote. Wir haben das komplett remote gemacht, überwiegend auf einem Concept-Board oder Miro-Board da gemeinsam entwickelt. Und das war auf der einen Seite super spannend zu sehen, wie schnell man gemeinsam sowas entwickeln kann und wie sehr wir auch davon profitiert haben, als Partner hier einen technischen Partner an der Seite zu haben, der eben sehr tief in der Technik einsteigen kann und trotzdem auf unser Fachwissen entsprechend aufsetzen kann. Und ich glaube, das war eigentlich so das Spannendste für uns. Und warum haben wir das überhaupt gemacht? Da kommt man nämlich, schlägt sich wieder der Bogen zur EPA. Warum haben wir das gemacht? Wir haben festgestellt, wir brauchen natürlich mehr Anknüpfungspunkte, um die EPA auch tatsächlich attraktiv zu machen, und sind mit diesem Co-Innovationsansatz dann auf das Gesundheitscockpit gekommen. Ich würde mal kurz erläutern, was das ist. Gerne. Dann können wir noch mal ein bisschen darüber uns unterhalten, wie das funktioniert hat und wie wir da zusammengekommen sind. Die EPA, wie eben schon erläutert, Datenpool, wo ich aktuell noch wenig strukturierte Daten rausholen kann. Ich mache es an einem Beispiel. Die Mio Impfbuch oder Impfpass bedeutet nur, ich weiß, ich bin gegen Tetanus geimpft worden. Ich weiß es bei mir jetzt relativ genau, weil ich dieses Jahr auffrischen muss, in 2012. Das Impfbuch ist aber genauso doof, in Anführungszeichen, digital wie das gelbe Impfbuch, weil das sagt mir auch nicht 2022 Bescheid, sondern ich muss da reingucken, mir muss es einfallen, dass ich da reingucken muss und dann sehe ich, Mist, 10 Jahre sind vorbei, ich muss auffrischen. Und da haben wir gesagt, da schalten wir uns dazwischen und da sind wir dann in die Co-Innovation gegangen, da schalten wir uns dazwischen und machen mit einer plattformgetriebenen Idee Zwischenmodule, die dazu führen, die Daten aus dem Mio-Impfpass herauszulesen und dann Empfehlungen auszusprechen in einem solchen Impfkalender. Oder bei Medikamenten, ich lade meinen Medikationsplan von mindestens 3 Medikamenten rein, bin aber vielleicht Veganer und möchte wissen, ob die kompletten Pillenhüllen, ob die nicht Gelatine enthalten, weil das möchte ich nicht in meinen Tabletten haben. Oder welche Cross-Nebenwirkungen, also Checks da erforderlich sind, um das zu tun. Und das gemeinsam aufzugleisen, man sieht das so ein bisschen an der Modularität hier, war dann Aufgabe, die wir in der Co-Innovation mit Red Hat, da wo wir losgegangen sind. Genau, also es ging nicht darum, jetzt was Neues neben der EPA zu entwickeln, sondern wirklich eine Erweiterung, die einfach nochmal weitergeht als das, was die EPA bisher einfach darstellt. Und wie sind wir da vorgegangen? Wir haben, wie gesagt, unsere Experten zusammengeschlossen für so einen Intensivworkshop. Da findet natürlich viel
Ideation statt. Ne? Man kennt das aus den unterschiedlichsten Unternehmen, Design Thinking, diese ganzen Geschichten finden da statt, mit dem Unterschied, dass wir dann halt auch gemeinsam an dem Ergebnis arbeiten und praktisch das, was wir als Idee gemeinsam entwickelt haben, dann halt auch umsetzen. Und zwar in kleinen, wirklichen Prototypen sozusagen, auch über eine agile Softwareentwicklung. Das ist ja unser Home-Turf, sage ich mal, dass wir da auch in der Lage sind, relativ schnell die Dinge dann auch umzusetzen, zu testen. Und so haben wir uns da rangetastet. Am Ende des Tages sprechen wir jetzt über eine wirklich tolle Plattform, wie ich finde, die cloud-basiert ist und auf Container basiert. Ich gehe da jetzt gar nicht so technisch drauf ein, nur mit dem Hinweis, dass das halt etwas ist, dadurch, dass es containerisiert ist, dass sie halt auch überall ausführbar ist. Also egal, ob das jetzt in irgendeinem Rechenzentrum liegt, die Anwendung in der Cloud, in der Private oder Public Cloud, on the Edge, da gibt es ja die unterschiedlichsten Anforderungen auch heutzutage. Und das bietet halt auch dir Flexibilität. Und auch das ist der Kern dieser Geschichte, weil es ja darum geht, unterschiedlichste Daten aus unterschiedlichsten Datenquellen auch einzubinden und zu integrieren. Darüber entsteht dann der wirkliche Nutzen der Anwendung. Genau, und das Spannende ist, wir sind ja, das sage ich vielleicht auch nochmal, Bitmark ist jetzt kein, also in der Branche ist es sicherlich ein bekannter Begriff oder eine bekannte Marke. Wer uns nicht kennt, wir sind ein IT-Dienstleister für etwa 80 gesetzliche Krankenkassen. Also ich sage mal, alles, was nicht blau und grün ist, ist in der Regel bei uns als Dienstleister integriert. Und vom Rechenzentrum, Großrechenzentrum bis zur Frontend-App machen wir im Prinzip den gesamten End-to-End-Prozess durch die Krankenkasse bis zum Versicherten. Und genau das, was Gregor sagt, ist dieses, wie komme ich dahin, dass ich neue Technologien möglichst schnell an Bord hole und sie auch flexibel gestalte, weil wir hier auch, hier steht zwar App jetzt darunter, aber letztlich ist es eine Plattform, auf der Zwischenschritte gegangen werden, also eine Terminvereinbarung oder ein Abruf von Untersuchungsergebnissen oder die Übermittlung von eigenen Werten. Das sind alles Themen, die wir in dieser Plattform angehen und die nicht zwangsläufig direkt am Frontend des Versicherten laufen. Und wenn ich dann eben eine Containerplattform, mit der wir angefangen haben, Erfahrungen zu sammeln, aber dann durch die Zusammenarbeit sehr viel tiefer eingestiegen sind, wenn ich dann so eine Containerplattform habe, dann kann ich A, schneller releasen, ich kann kleinteiliger releasen, ich habe einen höheren Durchsatz, ich habe eine höhere Flexibilität, auch einzelne Teile rauszunehmen. Also es ist so, dass unsere Kassen zwar den gesamten Strauß angeboten bekommen, aber wenn wir die nicht containerisiert hätten, müssten wir jede App individuell rausschießen oder jede Plattform individuell rausschießen. Durch die Container kann ich sagen, anschalten, ausschalten, ausschalten, anschalten. Da haben wir eben die Möglichkeiten, aus dieser Co-Innovation ganz viel rauszuziehen und entsprechend da weiterzumachen. Dann sollten wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Gerne. Und überlegen, was als nächstes kommt. Also, wir haben es ja auch jetzt heute schon ein paar Mal gehört. Ich denke, wir haben da noch einen Weg zu gehen, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht. Ich glaube, dass das hier ein kleiner, aber sehr spannender Beitrag sein kann, um das voranzubringen. Wie gesagt, dieses Opt-out-Thema wird das Thema beflügeln, aber es geht auch wirklich darum, weitere Dienste einzubinden, Institutionen zu integrieren, Daten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge möglich, aber das liegt natürlich auch an uns allen ein Stück weit, das auch bekannter zu machen. Auch das hatten wir vorhin schon gehört, über die Krankenkassen vielleicht auch dafür zu werben. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Bereiche, die sich da auch einbringen können und auch den Nutzen hervorstellen können dann. Ja, also ich, im Prinzip kann ich nichts mehr ergänzen, außer das Gleiche zu wiederholen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir an der Stelle gemeinsam arbeiten, dass wir die Technologie intensiv nutzen, um voranzukommen und die Themen zu betreiben. 700.000 Akten ist nichts. Also, ne, und davon sind mit Sicherheit einige auch komplett leer. Ich weiß es sogar aus dem eigenen Umfeld, dass sie leer sind. Dann ist die Frage, wie kriegen wir die Ärzte mit? Und ich glaube, über solche Mehrwerte, wie wir sie im GECO entwickelt haben, können wir auf
der Seite der Patienten, der Versicherten tatsächlich einen Mehrwert generieren, der dann auch Sinn macht, eine EPA, selbst wenn sie vielleicht am Anfang noch ein bisschen hölzern ist, den Weg reinzufinden, dann auch tatsächlich einen Mehrwert generiert. Weil die Datenabfrage, die ist nicht mehr zwangsläufig an den Login geknüpft, sondern das wird mir automatisch in den Kalender zugespielt, wenn ich einmal die Daten entsprechend bearbeitet habe. Und ich glaube, da haben wir A, gut vorgelegt und B, dann auch noch viele weitere Ideen, die wir an der Stelle gemeinsam vorantreiben können. Genau, also vielleicht letzter Satz. GECO steht, aber wir sind da natürlich auch noch am Anfang und die Partnerschaft wird auch weitergehen, weil wir das natürlich auch weiterentwickeln wollen und wie gesagt weitere Dienste einbinden wollen. Insofern freue ich mich da auch auf die weitere Zusammenarbeit. Genau. Und wer es nicht selbst nicht da, also wer es empfehlen möchte, weil er hier gewesen ist, hier haben wir nochmal den QR-Code von dem Podcast, den wir gemeinsam zum gleichen Thema aufgenommen haben und freuen uns natürlich über Kontakte. Wir sind hier auf der Konferenz. Sprecht ihr uns an, wenn ihr zu dem Thema mehr wissen wollt. Super. Vielen Dank. Danke.